weiter verfügbar machen können. Ja, und ich finde, wir haben heute wieder mal ein sehr spannendes Thema. Und ich möchte erstmal ganz herzlich begrüßen Herrn Professor Kommer und Frau Dr. Zwielong von der RWTH Aachen, die ja schon ein bisschen Werbung gemacht haben für den schönen Standort. Und die beide Teil sind eines Verbundvorhabens zusammen mit der Universität Bremen und der TH Chemnitz, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ah ja, Entschuldigung, okay, ja. Wo es darum geht, die digitale, außerschulische Lern- und Bildungsprozesse und Handlungspraktiken von Jugendlichen zu analysieren. Und wir haben das ja heute auf Twitter auch so ein bisschen beworben. Und da unter anderem mit einer Frage, die mein Kollege gestellt hat, ist YouTube der bessere Mathematikunterricht? Weil es ja bei Ihnen genau darum geht, nämlich Jugendliche nutzen eben viele Möglichkeiten mit digitalen Medien. Und ich glaube, Sie werden auch gleich vielleicht noch eine kleine Studie, über die wir gerade eben gesprochen haben, vorstellen, was die Jugendlichen in der Corona-Krise nutzen. Und da ist YouTube natürlich ganz weit vorne dabei, glaube ich, mit großem Abstand. Ja, klar findet man Erklärvideos, Tutorials, nicht nur für Bildungsprozesse, sondern auch für ganz viele andere Fragen rund um alles Mögliche. Ja, und wir sind gespannt, was Sie uns heute berichten werden, was wir mit Ihnen diskutieren können. Und ja, ich würde Ihnen beide jetzt das Wort geben und vielleicht schon mal Ihre Präsentation auch hochladen. Ich starte gerade. Ah ja, super. Perfekt. Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung, Otto. Gruß an alle, die da draußen sitzen. Danke auch an Ilona Zwielong, die noch dazugekommen ist, weil sie noch tiefer in den Daten drinsteckt, als ich das tue. Als wir die Studie konzeptioniert haben, hat noch niemand an Corona gedacht und an das, was da jetzt gerade passiert. Vielleicht zu den aktuellen Daten. Der Autor hat es gerade schon gesagt, steht im Chat drin, wer es noch nicht kennt, eine ganz aktuelle Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest, die jetzt aktuell Schülerinnen und Schüler vor allen Dingen befragt haben, wie denn das Lehren in Corona-Zeiten funktioniert. Auch da sind wir sehr schnell bei unserem Thema. Spätestens auf Seite, wo war's? 11, glaube ich, bin schon zu weit, taucht dann auch YouTube auf. Damit sind wir quasi bei unserem Projekt. Wie schon gesagt, es ist ein Verbundprojekt von der RWTH Aachen zusammen mit der Uni Bremen, und an der RWTH Aachen sind dann auch gleich noch mehrere beteiligt. Hier außer mir alle Bilder: Carsten Wolf von Bremen, Ilona Zwielong, Frauke Intemann aus Aachen und noch ein Kollege, der inzwischen nicht mehr in Bremen ist. Der Titel ist ein bisschen abstrakt, aber eigentlich geht es vor allen Dingen um YouTube-Nutzung. Das ganze Projekt ist wie so ein etwas größer aufgesetzt. Wir haben angefangen, und damit fange ich dann jetzt gleich auch an, mit den ersten Daten uns erstmal anzugucken, was gibt es überhaupt an Medien, an YouTube-Videos, die lernbezogen sind. Wir haben da allerdings auf erstmal den Schule fokussiert und das, was schulisch relevant ist. Wir haben dann letzten Sommer vor den Sommerferien im Großraum Aachen, in Bremen ist das Ganze jetzt gerade abgeschlossen, eine große standardisierte Erhebung gemacht. Aus Aachen haben wir knapp 700 Schülerinnen und Schüler, dazu auch nachher mehr, die wir gefragt haben, wann sie YouTube nutzen, wie sie YouTube nutzen, zu welchen Zwecken und insbesondere natürlich auch für welche Fächer, wie in der Schule und ähnliches. Da kommt dann auch die Frage her, wer ist eigentlich der bessere Mathelehrer? Und wir haben noch vor, das bleibt jetzt gerade spannend mit der Frage, wann dürfen wir wieder raus sozusagen, eine qualitative Erhebung zu machen. Zum einen mit Schülerinnen und Schülern, die quasi sich als typisch erweisen für Gruppierungen, die wir gerade rechnen im Rahmen der standardisierten Erhebung. Zum anderen aber auch Schülerinnen und Schüler vor den Rechner zu setzen und zu beobachten, was passiert, wenn die jetzt mit YouTube arbeiten, so wie sie es machen. Und aber auch, das ist dann das Bremer Projekt, sowas wie Medientagebücher, um dann auch noch den größeren Raum der außerschulischen Nutzung, den ich heute jetzt nicht berichten werde, weil das ist das Teilprojekt Bremen, was sie aber im Verbund eben auch mit drin haben. Exemplarisch, wie gesagt, die Erklärvideos auf YouTube.
Und mit der Frage, wie verändert das möglicherweise auch Bildungslandschaften? Also wenn man sich mal so die Zahlen anguckt, wir haben 5,5 Millionen Schülerinnen und Schüler. Das Internet wird vielfältig genutzt, in der Schule eigentlich eher weniger. Das sehen wir auch in den Kim- und Jim-Daten immer wieder. Das hier ist noch eine alte Zahl aus Veröffentlichung vorher, dazu gleich mehr. Wann und wie nutzen die Schülerinnen Erklärvideos für die Schule? Das war noch aus einem Buch von Carsten Wolf. Wie nutzen Sie es? Informationssuche und Recherche. Was gucken Sie? Man darf ja nicht vergessen, ups, was es da draußen alles gibt. Wie gesagt, die Beauty-Videos erspare ich Ihnen heute. Das dürfen Sie dann im stillen Kämmerlein hinterher gucken. Letztendlich also ist die Frage, was und wie lernen Schülerinnen und Schüler über und in den digitalen Medien außerhalb der Schule, also durchaus für die Schule in unserem Teil, aber eben nicht im Klassenzimmer. Man kann es auch ein bisschen plakativer machen. Mir hat es gerade jemand aus die Gutachter aus einem Aufsatz rausgestrichen, darum habe ich es jetzt hier drin. Es gibt ja den biblischen König Belsasar, der die Schrift an der Wand erscheint, die ihm droht, du bist dann doch nicht so erfolgreich, wie du denkst. Wenn man das sozusagen wendet, könnte man sagen, naja, was ist die Schrift an der Wand des Schulsystems heute? Und das sind nicht nur die YouTube-Videos selber, sondern möglicherweise die Kommentare unten drunter. Auch die haben wir uns angeguckt. Da findet sich nicht selten sowas wie, wie schlecht ist unsere Lehrerin? Ihr habt mir in 10 Minuten erklärt, was sie in 10 Stunden, in 2 Stunden nicht geschafft hat. Oder ihr solltet mein Lehrer werden. Naja, manchmal lässt auch der Lehrer gucken, das macht es dann einfacher. Jede Menge Danksagungen, Kommentare, wieso können Lehrer nicht so lehren? Könnt ihr vielleicht den Lehrern erklären, wie man es besser macht? All das sind Punkte, die möglicherweise, so unsere Vermutung, mittelfristig zumindest dann auch Fragen an die Schule stellen. Wie gesagt, all das formuliert und auch diese Daten abgegriffen im letzten Sommer und Herbst, also vor Corona. Es bleibt sicher spannend, wie sich das in diesem Herbst dann darstellt. Und wir reden hier ja über keine kleinen Zahlen. Was haben wir gemacht? Ich fange an mit den YouTube-Videos. Wir haben die Kernlehrpläne der Bundesländer, in denen wir befragen wollten. Wir haben mussten dann ein bisschen zurücktreten aus verschiedenen Gründen. Befragt haben wir letztendlich NRW und Bremen, aber eben auch die anderen Bildungspläne von Hessen und Baden-Württemberg durchgeguckt. Was kommt da überhaupt an den Fächern vor? Haben 12 große Fächer rausgezogen, rausdestilliert und dann versucht, da anhand dieser Fächer ein Sample von Unterrichtsvideos oder Tutorials zu finden, Erklärvideos. Um nicht völlig auszuufern, 20 pro dem benannten Fach und das Ganze dann über verschiedene Suchverfahren, letztendlich ein Snowball, Sampling in YouTube selber, in den Suchmaschinen da drin. Versucht verschiedene Kanäle auch dann zum Teil noch, wie hier markiert, die Verlinkung innerhalb der Videos selber noch denen nachzugehen, weil oft verweist ja da das eine auf das andere. Vielleicht ein erster Blick auf die Klickzahlen, die unter den Videos drunter stehen. Natürlich sind die immer mit Vorsicht zu genießen, aber machen doch eine Aussage. Man sieht, dass wir doch einige Fächer mit extrem hohen Klickzahlen haben und ganz deutlich rausfällt hier die Mathematik. Mit sehr, sehr hohen Klickzahlen, 12 Videos mit zwischen 100 und 500.000 Klicks. Also auch da wird deutlich, wir reden nicht über einen marginalen Bereich oder so ein paar Sachen im stillen Kämmerlein, wo hin und wieder sich mal jemand reinklickt, sondern wir haben ziemlich große Zahlen insgesamt. Man sieht auch, wie viele Videos letztendlich da von unseren Mitarbeiterinnen und studentischen Hilfskräften tapfer durchgeschaut und kategorisiert worden sind. Besonders auffällig ist die Mathematik. Das war ja auch in der Vorankündigung schon angekündigt. Das scheint uns im Moment das Fach zu sein, wo YouTube oder die Erklärvideos eine extrem große Rolle spielen. Wir haben, was wir sonst eigentlich nirgends haben, hier bis zu 3 Millionen Klicks für ein Video. Das ist natürlich mal eine Hausnummer. Da wären jetzt schon
Videos gekommen. Sorry, wir müssen gerade mal springen. Über was reden wir eigentlich? Immer so etwas schwierig einzuschätzen, was Sie alles kennen. Wir haben uns die Videos dann eben auch auf sowas wie eine Typisierung angeschaut. Und ich probiere jetzt mal, Ihnen eines zu zeigen. Es ist ein eher halbkommerzielles bis kommerzielles gemacht als Legevideo. Schauen wir mal, ob es klappt. Lebewesen, die Zellteilung für ihr Wachstum, ihre Heilung und ihre Fortpflanzung brauchen? Ich auch nicht, aber dank der Simple Biology hat sich bei Biology mir hat sich alles bei mir alles verändert. verändert. Bei der Bei der Zellteilung. Vermehrung entstehen Vermehrungen aus stehen einer aus einer Mutterzelle Mutterzelle zwei zwei Tochterzellen. Tochterzellen. Dabei Dabei unterscheidet man unterscheidet man zwei zwei Arten der Arten der Vermehrung. Vermehrung. Erstens Erstens die die nichtgeschlechtliche nichtgeschlechtliche Vermehrung durch Vermehrung durch Mitose. Mitose. Hier sind die Hier sind die Tochterzellen Tochterzellen genetisch genetisch identisch mit identisch der mit der Mutterzelle. Mutterzelle. Die Die zweite Art zweite der Art der Zellteilung ist Zellteilung die ist die geschlechtliche geschlechtliche Vermehrung Vermehrung durch durch Meiose. Meiose. Dabei Dabei erhalten die erhalten die Tochterzellen nur Tochterzellen die nur die Hälfte des Hälfte des genetischen genetischen Materials der Materials der Mutterzelle. Mutterzelle. In In diesem diesem Video Video erklären erklären wir wir alles alles rund rund um um die die erste erste Art Art der der Vermehrung, Vermehrung, der der Mitose. Mitose. Eine Eine Zelle, die Zelle, sich die sich fortlaufend durch fortlaufend durch Mitose Mitose teilt, teilt, durchläuft durchläuft mehrere mehrere Etappen. Etappen. Und so weiter. Ich hoffe, es hat bei Ihnen nicht ganz so geruckelt wie bei mir, bin mir da aber nicht ganz sicher. Ja, ein klassisches Video gemacht, inzwischen semi-kommerziell aus dem ganzen Bereich Simple Club. Ein zweites, ganz andere Bauart als Vergleich, aber auch das hat durchaus Quote. Vorsicht, wir bewegen uns bei der Mathematik. Also rund Rund um um die die Parabeln, Parabeln, quadratische quadratische Funktion, Funktion, quadratisch quadratisch x x hoch hoch 2, 2, als als Erläuterung Erläuterung quadratische quadratische Funktion Funktion oder oder Parabeln Parabeln aufgrund aufgrund der der Form Form genannt. genannt. Nicht mehr lineare Funktion, sondern hier jetzt der nächste Schritt. Eben nicht mehr Nicht nur mehr. x, sondern x hoch 2. In den anderen Videos geklärt, wie ich mit der quadratischen Ergänzung auf eine Scheitelform hinterherkomme und wie ich noch an gewissen Ausdrücken erkenne, ob ich den Scheitelpunkt ablesen kann oder nicht. Hier jetzt erstmal alle Abwandlungen, sodass ich den Scheitelpunkt direkt ablesen kann und eine Form am Ende vergleichen kann mit der Normalparabel. Davon wird immer ausgegangen, y gleich x Quadrat, Normalparabel. Warum? Vorne nichts davor stehend, plus, minus, irgendeine Zahl mal. Hinten nichts dran, keine Klammer. X hoch. Ja, das sozusagen als sowas wie das andere Ende der Skala. Wieder zurück zur Präsentation. Sorry fürs Springen. Genau, also die Bandbreite von wirklich medial aufbereitet bis zu Lehrern. Ja, ich habe das mal, oder wir haben das jetzt gerade aktuell in einem Aufsatz genannt, Unterricht ohne Schüler. Also wenn man ihn beobachtet, er könnte auch vor einer Schulklasse stehen, er kommt rein, startet, sagt gar nicht groß was zur Kamera, bestenfalls guten Tag und unterrichtet dann an seinem Whiteboard. Hat aber riesige Klickzahlen, es scheint also einen Bedarf der Schülerinnen und Schüler zu treffen. Wir haben also eine sehr große Bandbreite von Lehrer Schmidt hier jetzt als Beispiel. Ein einzelner sozusagen engagierter Pädagoge, der angefangen hat, Erklärvideos reinzustellen. Wir haben inzwischen deutlich kommerzialisiertere Varianten wie den Simple Club. Ursprünglich mal zwei Gymnasiasten, die irgendwie laut Eigendarstellung während der Oberstufe ein bisschen unterausgelastet waren und dann angefangen haben, Erklärvideos zu machen. Inzwischen da ein Komplettangebot, wirklich auch das Rundum-Glücklich-Paket, zumindest als Angebot für die Schülerinnen und Schüler. Die Lernvideos, Erklärvideos sind kostenlos. Dazu gibt es aber dann auch Lernplan, Lernangebote, Prüfungsaufgaben, Schritt-für-Schritt-Anleitung und die sogenannten Zusammenfassungen, früher auch Spickzettel genannt, passend für Smartphone. Man kann das dann, das kostet dann Geld, abonnieren, kostenpflichtig. Und das scheint sich inzwischen zu einem erfolgreichen System ausgebaut zu haben. Ja.
Musste wissen, wäre dann noch ein ganz anderer Kanal hier gesponsert bzw. unterstützt von dem, was früher mal Schulfunk oder Schulfernsehen war, also den Öffentlich-Rechtlichen, die inzwischen auch entdeckt haben, dass man solche Wege gehen kann. Das heißt, neben den Einzelkämpfern oder denen, die sich eben selber einen Raum geschaffen haben, wie die Simple Club-Leute, haben wir inzwischen oder finden sich große Verlage, die ihre Angebote hier ausbringen, die versuchen, in diesem Markt mehr oder weniger erfolgreich mitzumischen. Reklam liefert uns dann auch den Faust als Erklärvideo mit Spielfiguren. Wenn wir gerne nachher noch Zeit haben, kann man da auch nochmal reingucken. Sonst sehr empfehlenswert, einschließlich der kleinen Boshaftigkeiten. Was man auch sieht, sind sehr unterschiedliche Art und Weisen, Lernen den Schülerinnen nahezubringen. Also auf der einen Seite die Variante, die wichtigsten Punkte in 5 Minuten, einschließlich Spickzettel, zum eigentlich ja sehr oberflächlichen Lernen oder wie es manchmal die Schülerinnen selber ja nennen, Bulimie-Lernen. Und auf der anderen Seite durchaus auch Erklärvideos, die versuchen, da deutlich mehr in die Tiefe zu gehen, Zusammenhänge, Kontexte und Ähnliches zu erklären. Das ist quasi, ja, für die Erklärvideos sozusagen oder für die Marktanalyse, sorry, das wären zu viele Videos. Der erste Einblick, das ist natürlich noch nicht das Ende unserer Studie, sondern eher so ein allererster Appetizer. Im Moment sind wir dabei, diese 200 Videos auf den ganzen Ebenen nach Machart, nach Bildgestaltung, nach didaktischen Konzepten, die dahinter liegen und Ähnliches durchzukategorisieren. Demnächst dazu mehr. Teil 2, standardisierte Befragung von Schülerinnen und Schülern. Wie gesagt, bisher die Daten vor allem aus dem Raum Aachen, die aus Bremen sind jetzt auch da und werden dazu gepackt, sind aber noch nicht gesamt ausgewertet. Insgesamt haben wir sozusagen nach Datenbereinigung übrig 682 Schülerinnen und Schülern, von denen 75% aus der Jahrgangsstufe 9 und 25% aus der 11 stammen. Das waren 19 Schulen im Großraum Aachen. Knapp 50% davon sind Gymnasium, oder nicht von den Schulen, sondern von den Schülerinnen. Knapp 30% besuchen eine Gesamtschule und 22 eine Realschule. Eigentlich wollten wir auch noch das, was von den Hauptschulen noch übrig ist, mitsamplen. Das ist aber zu klein ausgefallen, die Stichprobe. Deshalb haben wir die hier nicht mehr mit ausgewertet, sondern rausgenommen. Geschlechterverteilung relativ gleichmäßig, 360 weiblich, 200, 319 männlich, 3, die divers angekreuzt haben. Wenn man dann ein bisschen die Daten bereinigt und Antworten auch gegenkontrolliert, sind wir letztendlich bei diesen über 600 Schülerinnen und Schülern dazu gekommen, dass nur 7 angeben, nie Videos zu schul- oder unterrichtsrelevanten Themen überhaupt anzuschauen. Gefragt hatten auf einer Skala von nie über monatlich, wöchentlich bis hin zu täglich. Ich glaube, da wird noch mal ganz, ganz eindrücklich deutlich, und das sind ja noch mal deutlich weniger als die vorhin noch auf der Folie seienden 20%, dass eigentlich nur noch ein marginaler Anteil der Schülerinnen und Schüler nicht, zumindest gelegentlich, auf die Erklärvideos zurückgreift. Wie gesagt, das alles vor Corona. Interessant wird, auch das war gerade schon bei den Klickzahlen so ein bisschen angedeutet, wenn man guckt, wie verteilt sich das über die Fächer. Mathematik hier noch eindeutiger eigentlich als der Spitzenreiter oder als klarer. 44% der Schülerinnen nutzen mehrmals im Monat bis sogar täglich Erklärvideos und Tutorials. Man könnte sich natürlich überlegen, was das für Mathe-Didaktik bedeutet. Bei den anderen Fächern ist es deutlich, deutlich weniger. Interessant sind da eigentlich die Nie-Quoten. Deutsch hat da eine sehr hohe. 64% der Schülerinnen sagen, dass sie für Deutsch nie ein Video gucken. Bei Englisch sind es 55. Geschichte hat interessanterweise eigentlich sozusagen eine höhere Quote. Da sind mehr dabei mit nur 46%, die das nie nutzen.
Wir haben auch gefragt, wie sie nutzen. Das finde ich auch ein Punkt ganz spannend. Nochmal jetzt mit Blick auf die aktuellen Diskussionen. Wir lesen ja ganz oft, und ich zumindest, dass Schülerinnen und Schüler zu Hause nicht die Ausstattung hätten fürs digitale Lernen. Ja, das stimmt sicher, auch wenn man eben in die Gym-Studien reinguckt, was Tablets, sorry, was vor allen Dingen Laptops und klassische Computer angeht. Verkennt aber, dass ja das Smartphone, auch da, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, bei Gym inzwischen mit einer Besitzquote von 98% in etwa aller Jugendlichen, das Medium eigentlich ist, das für die heranwachsende Generation auch das Zentrale ist. Darauf findet fast alles statt. Und das deutet sich auch hier an. Die Erklärvideos werden mit ganz, ganz großer Quote vor allen Dingen auf dem Smartphone geguckt. Das Tablet ist da schon weit abgeschlagen und auch die anderen Geräte als Endgeräte spielen keine so große Rolle. Oh, habe ich vergessen draufzuschreiben. Sorry. Was auch auffällig ist, es ist das Smartphone, das genutzt wird, aber es wird vor allen Dingen für das Videogucken zu Hause genutzt. Da liegt natürlich die Vermutung nahe, es geht um die Datenrate und die Grenze, die man da hat, das Limit nutzt man dann lieber für andere Dinge und guckt die Erklärvideos dann, wenn man im WLAN drin ist. Pädagogisch gesehen zeigt sich aber auch, dass durchaus die Grenze zwischen klassischen Printmedien und Videos gar nicht so deutlich ist, dass wir da ganz langsam auch Wege finden oder die Jugendlichen sich erarbeitet haben, wie sie damit hantieren im Sinne von metakognitiven Strategien oder Lernstrategien. So geben mehr als die Hälfte an, sich zumindest ab und zu Notizen zu machen beim Videogucken. Sogar knapp die Hälfte machen zumindest ab und zu Screenshots, also versuchen einen Moment des Videos einzufangen, standhaft zu machen, gerade dann vielleicht, wenn komplexe Dinge gezeigt werden oder aber die Zusammenfassung quasi nochmal sicherzustellen, sodass man nicht das ganze Video gucken muss. Zwei Fünftel der Befragten erklären oder versuchen, um sich selber nochmal zu vergegenständlichen, sich selber abzusichern, ob sie es wirklich verstanden haben, einem Freund, einer Freundin, den Gegenstand und versuchen so, sich nochmal abzusichern. Wenn das alles nicht hilft, suchen drei Viertel der Befragten, das verwundert natürlich eigentlich auch nicht wirklich, ein weiteres Video, um vielleicht eine bessere Erklärung zu finden. Also auch da, Sie haben es ja vorhin an den Beispielen, das war jetzt nicht aus einem Fach, gesehen, aber wir haben in den verschiedenen Videos doch sehr unterschiedliche Zugangsweisen, also zwischen One Man am Whiteboard bis hin zu Legetechniken, zu Tricksequenzen und ähnlichem, möglicherweise ein und denselben Gegenstand zu erklären. Also auch da wird es in der weiteren Auswertung sicher noch spannend, zu gucken, wie stellen verschiedene Videos den gleichen Unterrichtsgegenstand dar. Aber das ist, wie gesagt, noch im Forschungsprozess und in der Arbeit. Fassen wir es schon mal kurz und knackig zusammen. Erklärvideos sind längst bei der heranwachsenden Generation, ja vielleicht auch bei Ihnen, also uns Älteren, fester Bestandteil der Lern- und Bildungswelten. Das ist nicht mehr auszuklammern. Das ist nicht irgendwas, was hin und wieder in irgendeiner komischen virtuellen Welt stattfindet, sondern das ist längst lebensweltlicher Alltag. Das gilt natürlich mindestens genauso, wenn nicht noch mehr für die ganzen Freizeitgeschichten. Wie koche ich irgendwas? Wie baue ich einen Rechner zusammen und was es da alles gibt? Aber eben auch für die Schule. Das bedeutet natürlich aber auch, und das ist hier der nächste Punkt auch, dass wir zunehmend da, würde ich sagen, in ein Konkurrenzverhältnis kommen. Erst recht, wenn 46% der von uns befragten Schülerinnen und Schüler sagen, dass sie die Videos nutzen, weil die Lehrerinnen schlecht erklären. Damit stellt sich sicher nicht nur aus unserer oder aus meiner Sicht oder aus Forschersicht die Frage, wie geht das Schulsystem damit um? Was bedeutet das für Schule?
Das bedeutet, dass für das Ernstnehmen von Lehrern, für die Wertigkeit des Systems, wie gesagt, auch diese Fragen schon mal aufgeworfen vor Corona, wie verhalten sich Schüler im Unterricht? Mit welcher Einstellung gehen sie hin, wenn sie wissen, naja, es ist jetzt heute keine so dolle Erklärung, macht nichts, zu Hause gucke ich das Video, wo ich es besser erklärt kriege. Ich könnte mir vorstellen, dass da mittelfristig durchaus Legitimationsprobleme entstehen. Wie gesagt, in der aktuellen Lage und vor dem Hintergrund, dass wir mit Corona jetzt auf einmal die fast Normalisierung der Erklärvideos kriegen, wird das Ganze natürlich noch virulenter. Was passiert eigentlich, wenn unsere Schülerinnen und Schüler feststellen, naja, ich habe in der Corona-Zeit eigentlich mehr gelernt oder viel einfacher mit weniger Zeit gelernt als in der Schule? Das könnte durchaus spannende Rückfragen an das Bildungssystem geben. Wie gesagt, gucken Sie in die Daten vom Medienpädagogischen Forschungsverbund, auch was die Betreuung der Schülerinnen und Schüler durch ihre Lehrkräfte angeht. Ja, jetzt war ich sogar schneller als gedacht. Das wäre der Vortragsteil. Vielleicht können wir eine erste Runde Kommunikation, Rückmeldung machen, auch Frau Zwielung, wenn sie noch in der Leitung ist. Ja, im Moment sehe ich sie nur gerade nicht als Bild. Kann im Zweifelsfall genauso auch Antworten und auch Datenfragen Rückmeldung geben wie ich. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es war nicht zu komprimiert. Ja, Herr Kommer, herzlichen Dank. Ich habe mich immer wieder eingeklinkt mit Audio und Bild. Ja, vielen Dank. Also wirklich sehr interessant, sehr spannende Fragen, die Sie da aufgeworfen haben. Auch finde ich schön, dass Sie die Videos noch gezeigt haben. Wir hatten, glaube ich, am Anfang so ein bisschen Doppelton. Das tut mir leid, aber ich glaube, jetzt spätestens beim Fehler. zweiten Video war es wieder normal. Mir sehr gut gefallen. Ja, also ich habe jetzt im Chat kam vor allem diese Mikrofonfrage natürlich nochmal kurzfristig, aber vielleicht gibt es ja auch schon erste Fragen ja, zu dem Projekt allgemein, sicherlich auch vielleicht so zu dieser Corona-Thematik und so. Sie haben es ja selber auch schon ein paar Mal angesprochen. Da können wir einfach gucken. Ich werde den Chat beobachten und mal schauen, ob da was läuft. Hier hat sich, glaube ich, sogar jemand zu Wort gemeldet. Ich meine, ich kann es auch mal probieren. Sie können auch mal probieren, ob das mit dem Audio klappt. Wir sind jetzt nicht so viele. Aber ich weiß nicht. Ah ja, da höre ich schon was. Ja, mein Name ist Max Pittenhöfer. Ich studiere am Learning Lab den Master. Mich würde interessieren, ob Sie bei Ihrer Studie auch darauf geschaut haben, wie die Haltung der Schüler zum klassischen Medium Buch sich verändert. Also jetzt komplementär zu der Veränderung in Richtung Erklärvideos und neuen Medien, ob Sie da auch drauf geschaut haben. Ja, danke für die Frage. Gute Frage. Im quantitativen Teil nicht, was natürlich traurig ist oder wäre gut gewesen. Wir hatten da das klassische Problem, der Fragebogen musste gnadenlos in einer Dreiviertelschulstunde bearbeitbar sein, und zwar von allen. Das war die Bedingung der Schulen, in denen wir waren. Wir wollen aber auf jeden Fall im qualitativen Teil, natürlich dann mit einer kleineren Stichprobe dafür intensiver, auch nochmal genau diesen Dingen nachhören. Wie gehen die damit um? Lesen die überhaupt noch Bücher? Greifen die darauf noch zu? Auch diese Welt verändert sich natürlich massiv. Ja, danke, genau. Sie haben gerade schon gesehen, wie das der Kollege eben gemacht hat. Sie können in der oberen Leiste neben dem Ton und Bild haben Sie so ein kleines Männchen und da können Sie über die Meldefunktion, gibt es eine Option, sich zu Wort melden. Also da können wir Ihnen gerne auch, wie das eben gerade wunderbar funktioniert hat, sozusagen das Audiorecht geben. Aber Sie können das auch gerne einfach in den Chat schreiben. Also das obliegt Ihnen natürlich, wie Sie das gerne wollen. Genau, hierzu passend hat Tilman Liebert geschrieben, gibt es eine Zahl, wie viele Schülerinnen und Schüler Lernverhalten einem Freund, Freundin erklären, um dadurch zu lernen? Dann würde ich an Frau Zwillung, an Ilona weitergeben. Die hat die Daten besser im Blick, in der Gesamtübersicht vor allen Dingen wie ich. Kannst du das auf die Schnelle nachgucken, so in etwa? Ich glaube, das Mikro ist aus. Dein Mikro ist aus. Genau, also wir sind da fast bei 80%.
von den Schülerinnen und Schülern, die ihren Mitschülern das, sich mit ihren Mitschülern darüber austauschen. Das Problem bei dieser Fragestellung ist, wenn man Schülerinnen und Schüler befragt, dass es oftmals gar nicht intendiert ist, sondern dass es irgendwie beiläufig ist. Und vermutlich ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler, also wir haben es doppelt gefragt, einmal, ob sie Erklärvideos austauschen unter ihresgleichen. Und das andere ist explizit nochmal nach Lernstrategien, ob sie tatsächlich sich, also ob eine Postkommunikation im Grunde genommen stattfindet. So, und da kommen wir jetzt tatsächlich auf eine Zahl bis zu fast zu 80%. Das Problem ist halt, dass oftmals diese Postkommunikation für Schülerinnen und Schüler nebenbei läuft. Also beispielsweise kurz vor der Schule, hey, hast du das noch gesehen, das Video? Hast du das so und so verstanden? Ah nee, ich habe das aber anders verstanden. Und das ist das Schwierige. Wir hoffen, dass wir qualitativ da so ein bisschen mehr herauskriegen, wo diese Postkommunikation stattfindet und was da konkret, ob wirklich das Inhaltliche aufgegriffen wird und diskutiert wird oder ob es nur eher so beiläufig ist. Und es ist schwierig, darüber eine konkrete Aussage bisher zu machen. Okay, ja, danke. Danke für die Antwort. Frau Zwielong, jetzt kam noch eine andere Frage, die hätte ich ja auch spannend gefunden, deswegen finde ich es gut, dass die aber auch vom Publikum gestellt wurde. Silvia hat nämlich gefragt, sie ist selber Lehrerin und hat schon vor Corona ganz bewusst Lernvideos auch im Unterricht eingesetzt. Und ja, ist da schon mal untersucht worden, ob das jetzt eher die Ausnahme oder die Regel ist? Habt ihr da vielleicht oder haben Sie da vielleicht schon also bisher ist noch Ergebnisse noch, oder eine Idee? Oder? Genau, also bisher ist es tatsächlich noch die Ausnahme. Dass gar nicht, also dass die meisten Erklärvideos und Tutorials, die schulbezogen sind, untereinander zwischen den Peers ausgetauscht werden und weniger von den Lehrern oder Lehrkräften empfohlen wurde, geschweige denn von den Eltern. Jetzt wird es nochmal zu spannend, was passiert mit Corona, weil wir mittlerweile relativ viele Rückmeldungen kriegen, dass Lehrer und Lehrerinnen beim Homeschooling gewisse Lernvideos empfehlen. Und jetzt wird es tatsächlich halt spannend, dahingehend verlieren die Schülerinnen und Schüler das Interesse daran. Sie haben es auch gefragt. Die Daten hatte ich jetzt, haben wir noch nicht mit reingenommen. Es sind noch relativ wenig Schüler, die sagen, dass Erklärvideos im Unterricht stattfinden. Auch übrigens in der Nachhilfe eigentlich fast überhaupt nicht. Auch in anderen Ecken nicht, sondern es geht ein bisschen auf die nächste Frage auch schon. Ganz wichtig sind die Peers, die Peer Groups. Das ist eigentlich das, wo ganz, ganz viel empfehlen, weiterempfehlen und so weiter läuft. Daten zur Unterrichtsnutzung, so grob zumindest, finden Sie ansonsten auch, also schon veröffentlicht vor allem, das ist jetzt der große Vorteil gegenüber uns, in den Jim- und Kim-Studien vom MPFS, also Medienpädagogischen Forschungsverbund, da tauchen die Fragen inzwischen auch auf. Aber auch da sieht man, in der Schule ist es noch eher selten bisher. Ich mache einfach mal weiter mit der nächsten Frage noch da unten. Wenn das okay ist. Welche Faktoren Erklärvideos für Schülerinnen erfolgreich machen? Ja, da sind wir dran. Das wird der Punkt, ich sagte ja schon, wir kategorisieren gerade die Videos ziemlich heftig durch. Das ist noch mitten im Prozess. Wollen dann eben mal gucken, wir haben uns von den Schülerinnen und Schülern auch die Lieblingsvideos sozusagen nennen lassen, wie das zusammenpasst und werden dann, wie gesagt, auch in so einer zumindest kleinen Laborgeschichte Schülerinnen, also eine kleine Auswahl von Schülerinnen und Schülern eben genau vor die Videos sitzen, also ihnen welche präsentieren und fragen, was gefällt euch da dran, was gefällt euch da dran nicht, was macht das attraktiv, was macht das nicht attraktiv. Das kommt also durchaus in der Studie vor, nur da sind wir noch mitten in der Arbeit. Interessant ist ein erster Effekt. Sie haben es vorhin vielleicht bei den Videos, die ich Ihnen vorgestellt habe, gemerkt, eine sehr, sehr unterschiedliche Sprachstile. Diese Simple Club-Dinger, die versuchen, eine jugendkulturelle Sprache aufzunehmen. Interessanterweise, wie unsere Sprachwissenschaftlerin aber sehr schnell sagen konnte, sind das keinesfalls einfache Satzstrukturen oder so. Es ist eher ein eingestreuter Jugendslang, während der andere, der Mathelehrer, ja spricht wie ein Mathelehrer. Das scheint aber zumindest auf der quantitativen Ebene, also da, wo wir jetzt mit den Fragebögen drangekommen sind, für die Schülerinnen und Schüler keine große Rolle zu machen.
spielen. Also diese Ansprache, super jugendkulturell in einigen Bereichen, eher traditionell in anderen, scheint nicht der entscheidende Punkt zu sein. Jedenfalls Stand aktuell. Mal gucken, wie wir da noch tiefer reingehen. Das haben wir auf jeden Fall vor. Ja, danke. Dann kommt hier noch eine Frage zu der Qualität von Erklärvideos, weil hier jemand auch in der außerschulischen Jugendbildung arbeitet und das Problem hat, qualitativ hochwertige Videos zu finden. Das finde ich auch ganz interessant, weil sind die Videos, die so häufig gesehen wurden, Sie haben das ja so schön eingruppiert, sind das tatsächlich auch qualitativ gute Videos oder sind das einfach vielleicht für die Jugendlichen attraktive Videos, aber inhaltlich gar nicht so gut? Also die Mai oder viele von denen, ich habe noch nicht alle gesehen, die wir da im Sample drin haben, die auch hohe Quoten haben, die sind schon auch ziemlich gut insgesamt. Also wie gesagt, mit sehr unterschiedlichen Macharten, das ja, aber die Inhalte sind halbwegs vernünftig. Das Problem ist völlig richtig, die Bandbreite da draußen, auch in der Qualität, ist natürlich gigantisch. Und dazu im speziellen Bereich als Technikbildung, muss ich gestehen, hätte ich auch nicht auf die Schnelle einen Link. Das ist Sucharbeit. Das kann man nicht anders sagen. Ich meine, diese Verbünde, ne, auch gerade semi-kommerziellen Sachen oder kommerziellen, wie Sample Club, wie natürlich die Buchverlage, die sind schon sehr ordentlich, aber gerade in Randthemen, in nicht so breit bespielten Themen, wird es schwierig, die Sachen zu finden. Also da muss man einfach suchen. Also auch unsere Mitarbeiter und Hilfskräfte, die da dran waren, haben ziemlich viel Zeit in diesen Kreuzchecken quasi der Videos verbracht, um überhaupt erstmal zu gucken, was passiert da draußen, was gibt es da. Es fehlt leider wirklich so, wie für viele andere Sachen in der digitalen Welt auch. Stichwort, ich hatte es gerade im Seminar, 16 Bildungsserver für 16 Bundesländer. Es fehlt noch, ja. Irgendwie sowas wie ein gemeinsames Verzeichnis, wie eine Stelle, wo sowas verlinkt ist. Das ist sehr, sehr zufällig. Leider. Spielt denn der Anbieter da auch eine Rolle? Also kann man jetzt sagen, dass so Videos vom ZDF, sage ich mal, vielleicht über politischen Konflikt oder so, wird das dann höher bewertet als jetzt vielleicht von irgendeinem Influencer, sage ich mal, der da irgendwas hochlädt? Gibt es da vielleicht schon? Dazu haben wir gar nichts, aber das, was wir jetzt ausgewertet haben, ist erstmal der schulische Teil sozusagen. Also wirklich auf Schulfächer bezogen. Bei den Lieblingsvideos und Ähnlichem sind wir noch mitten in der Auswertung drin. Ja, mit YouTube haben Sie denn auch, oder würden Sie sagen, es gibt auch alternative Plattformen, weil Sie ja eben selber schon gesagt haben, in dieser Gym-Studie 85% gucken YouTube und das ist im Grunde genommen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, es gibt so viele unterschiedliche Lösungen oder auch Softwarelösungen für ganz viele Probleme und hier scheint es ja eigentlich nur eine zu geben, denn das ist ja so eine Monopolisierung praktisch, diese Plattform. Also es wird ja nicht viel anderes genutzt, scheinbar. Ja, ich meine, das Problem ist da ja auch, wir haben jetzt auch mal den Schwerpunkt auf YouTube gesetzt, um einen Zugriff zu haben. Die Medienwelten der Kids bewegen sich oder Jugendlichen verändern sich natürlich auch rasant. Also nach wie vor, sagen wir, in der internen Kommunikation, das sieht man auch jetzt in der Gym-Studie, ist WhatsApp nach wie vor eins der großen Medien. Es etablieren sich zunehmend jetzt auf Instagram und den anderen Sachen auch solche Videoformate. Auch die, also ja, einen permanenten Wandel. Das muss man auch nochmal nachhalten. Wir haben jetzt einfach mal als Einstieg YouTube genutzt, weil es doch im Moment für Erklärvideos die stärkste Plattform ist. Das kann aber morgens wieder ganz anders sein. Okay. Ja, da hätte ich jetzt auch noch eine technische Frage, aber ich weiß nicht, das haben Sie wahrscheinlich nicht erhoben, wie lange solche Videos eigentlich geguckt werden. Weil Sie gesagt haben, es gibt Videos, die wurden 3 Millionen Mal geguckt, aber da wissen Sie wahrscheinlich nicht, ob das jetzt 1 Minute jeweils war und dann wurde abgeschaltet oder komplett oder so. Ja, das ist einer dieser vielen Forschungspunkte, wo wir leider als Wissenschaftler klassischer Bauart gegenüber den Konzernen absolut im Nachteil sind. YouTube weiß das natürlich, aber wir kommen gar nicht oder nur sehr bedingt an solche Daten dran. Okay.
Deshalb eben auch die Idee, dann nochmal Jugendliche wirklich ans Video zu setzen und zu gucken, wie die damit agieren. Okay, das ist in einer Laborsituation und natürlich nicht repräsentativ in dem Sinn. Nee, da, also saubere Aussagen dazu haben wir nicht. Okay, aber spannend. Ja, es wäre sicherlich auch interessant, mal in so einer, es ist ja dann eine Einzelfallstudie, aber mal so Videos selber hochzuladen und mal zu schauen, wie man eigentlich, wenn Sie gerade mit Ihren Ergebnissen wissen, was eigentlich gefragte Videos sind, könnte man ja auch mal schauen, wie man das dann passend herstellt für einen bestimmten Fachbereich, inwiefern das dann genutzt wird. Ja, also Klammheimlich arbeiten wir natürlich schon an der dann an Institut privat kommerziell finanziert die besten Mathe-Videos aller Zeiten. Natürlich nur gegen Gebühren. ja, aber das ist sicherlich auch ein spannendes Thema, weil Sie sagen, dass wir auch erstmal das Gefühl haben, dass wir all diese Videos umsonst bekommen können, Schülerinnen und Schüler ja auch, weil Sie gesagt haben, es gibt auch schon professionelle Akteure am Markt oder semi-professionelle Akteure am Markt. Trotzdem ist es ja für den Nutzer eigentlich gar nicht ersichtlich, weil ja klar, man verdient dann über die Klickzahlen Geld, aber dass da letztendlich mehr dahinter steht, als jetzt vielleicht nur der Wunsch, Schülerinnen und Schülern Mathe besser zu erklären, ist ja vielleicht auch gar nicht so ersichtlich, oder? Ja, wie gesagt, weil wir sehen es dann, Simple Club ist für mich so das typische Beispiel. Die Videos sind noch kostenlos, aber das Rundherum, also das Rund- und Sorglos-Paket sozusagen, das es dann dazu gibt, das kostet dann Geld. Also diesen Weg der Kommerzialisierung haben wir. Ich meine, die Öffentlich-Rechtlichen haben eine Aufgabe, auch wenn es da ja immer wieder mal gesetzliche Fragen gibt, ne, wie lange darf das in der Mediathek stehen, was dürfen sie überhaupt im Netz produzieren. Ja, und dann all die anderen, wahrscheinlich ist im Moment wir im ganzen Bereich des Internets oder des World Wide Web die Idee, es gibt es kostenlos, einfach noch zu virulent, als dass man da jedenfalls auf der Ebene Wertschöpfungsketten betreiben könnte, die dann direkt mit Abos oder so. Das ist natürlich im professionellen Bereich oder im außerschulischen auch wieder anders, ne, für viele Berufe und auch Zeit Süddeutsche und ähnliche bieten ja durchaus dann kostenpflichtige Kurse an. Das ist die nächste Runde. Die haben wir jetzt aber gar nicht im Blick. Okay. Kam mir noch gerade eine Frage rein. Welche Rolle spielt in der Studie das theoretische Konzept des medialen Habitus? Also eine sehr konkrete Frage. Ja, ich weiß gar nicht, wo die Ja. jetzt herkommt. Nein, die jetzt auftaucht. Ja, jein. Wir haben da ein kleines Problem. Wir wollten es eigentlich noch wesentlich stärker machen, und hatten dann intensive Diskussionen mit den Datenschutzbeauftragten. Es ist uns relativ deutlich davon, sagen wir mal, vorsichtig abgeraten worden, bis zu noch deutlicher, allzu viele Daten zum persönlichen Umfeld der Schüler zu erheben. Also sowas, was wir beim medialen Habitus wirklich ernst nehmen wollten, was ich gerne gemacht hätte, fraglos, hätten wir viel mehr so ein bisschen was über die Eltern, ne, und so weiter erfahren müssen. Das durften wir schlicht und ergreifend nicht. Wir versuchen jetzt nochmal zu gucken über Einzugsgebiet der Schule, bisschen das, was wir von den Schülerinnen und Schülern sehen und vor allem in den qualitativen Interviews da dann ein Stück weit reinzukommen. Aber im Quanti-Bereich war das leider entgegen eigentlich auch dem ursprünglichen Plan in dem Umfang nicht machbar. Inzwischen einfach so viele datenschutzrechtliche Fragen berührt werden. Das war schon schwierig genug, mit 2,5 Bundesländern sozusagen einen gemeinsamen Nenner zu finden, was man in beiden darf. Für den qualitativen Teil, ja. Da wollen wir, hoffen wir, dass wir da ein bisschen tiefer reinkommen. Okay, spannend. Dann kommt ja, ui, noch eine ziemlich lange Frage. Ich muss mal, das ist meine, lese es einfach mal vor. Konnten Sie feststellen, dass Jugendliche die Videos anhand von einem eigenen Kriterienkatalog bewerten? Im Sinne einer erfolgreichen Medienbildung sollten Schüler ja in der Lage sein, Informationen zu bewerten und zu entscheiden, ob es sich um vertrauenswürdige Quellen handelt. Ist diese Frage für Schülerinnen und Schüler relevant oder geht es manchmal auch nur darum, ein gutes Video zu schauen, egal ob die Inhalte 100% korrekt sind? Ja, auch eine gute Frage. Wir haben es ein Stück weit versucht, jetzt in der quantitativen Studie. Ilona hat hoffentlich die Zahlen besser im Kopf wie ich. Indem wir zumindest gefragt haben, habt ihr schon mal Fehler in den Videos entdeckt und die zurückgemeldet? Da ist aber nicht furchtbar viel passiert bei den Schülerinnen und Schülern.
Die Frage des Bewertens, sozusagen auch Kriterien, was finden Sie gut, was ist vertrauenswürdig, genau das ist quasi für den qualitativen Teil dann auch für diese, ich nenne es mal Laborsitzung geplant, wo wir dann auch wirklich sehen, über welches Video oder auch steuern können, über welches Video reden wir, mit welchen Kriterien gehen Sie da dran, was nennen Sie uns. Das ist sozusagen im Prozess. Erster Eindruck auch aus den quantitativen Studien ist, dass wesentlich wichtiger eigentlich die Empfehlung über die Peers ist, also so die Empfehlungsketten, das sieht gut aus, das könnte man gucken, da wird es gut erklärt, wahrscheinlich, aber jetzt mit aller Vorsicht wichtiger ist erstmal als eine eigene allzu kritisch oder kritisch reflektierte, medienkompetente Analyse. Okay. Ja, also da können wir auf jeden Fall dann noch, müssen Sie dann vielleicht nochmal wiederkommen, wenn Sie die Ergebnisse haben. Es scheint ja vielen so unter den Nägeln zu brennen, diese ganzen Fragen. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich hätte noch eine Frage zu den Kommentaren, die Sie da am Anfang eingeblendet haben vermutlich Schülerinnen und Schülern. Also zwei Fragen. Eine Frage wäre, beziehen Sie die Kommentare irgendwie auch in die Analyse mit ein? Also spielt das in irgendeiner Form auch eine Rolle? Und die zweite Frage, jetzt muss ich nochmal überlegen, was war die zweite Frage? Ja, oder lassen wir es vielleicht erstmal bei der einen Frage, genau. Ich glaube, es kommen sonst auch nochmal andere Fragen, eventuell. Im Prinzip ganz deutlich ja. Also ich habe es ja auch schon ein Stückchen weit gemacht, eben mit der Frage, welchen Blick auf das Schulsystem finden wir da drin auch, okay, das hatte ich gerade vergessen, auch da möglicherweise, aber da sind wir auch noch am Durchkämmen, weil das ist natürlich auch relativ viel Material, Kommentare zur Gestaltung des Videos, wobei wir da nicht so viele bisher gefunden haben, während eben die Kommentare zum Schulsystem schon sehr deutlich sind. Das sind natürlich Kommentare im Netz. Auch das ist klar. Aber zumindest eine Tendenz kann man da, glaube ich, schon rauslesen oder kann man da rauslesen. Und eben diese unglaubliche Dank, der da immer wieder gegenüber den Videomachern aufscheint, eben auch mit, warum könnt ihr in 10 Minuten erklären, was mein Lehrer in 2 Stunden nicht schafft? Das sind ja schon Aussagen, wie da auch Einstellung zum Bildungssystem, zum formalen Bildungssystem sich möglicherweise verändert. Es wäre natürlich auch die Frage, ob da eine andere Motivation dahinter steckt bei diesen YouTube oder vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung bei diesen YouTube-Videos, die eigentlich schon auch das Lernen so ein bisschen positiver beeinflusst. Ne? Man sagt, ja, die Schule ist im Grunde genommen so ein Setting, wo ich eh das Gefühl habe, ich lerne eigentlich nicht viel und vielleicht unterhalte ich mich lieber noch mit meinen Nachbarn und so weiter und vielleicht ist da auch noch persönliche Befindlichkeiten dabei, wenn ich mir so vor so einem Video setze, gehe ich ja schon mit einer anderen Intention da rein, das vielleicht nachzuholen. Und genau, da wäre auch meine andere Frage hingegangen, die mir jetzt wieder eingefallen ist, nämlich die Frage, ich hatte mal von so einer Studie gehört, ich kann mich jetzt aber nicht mehr genau daran erinnern, in welchem Rahmen die stattgefunden hat, dass die Schüler YouTube auch häufig nutzen, um tatsächlich irgendwas nachzuholen. Also praktisch nicht als Ersatz für den Unterricht, der vielleicht ganz schlecht ist, um einfach zu sagen, ja, habe schon ein bisschen was gelernt, aber ich möchte jetzt eigentlich vielleicht diese Frage nochmal genau beantwortet bekommen, indem ich jetzt mir das vom YouTuber erklären lasse. Würden Sie dem zustimmen? So ist das. Ja, also ein Stück weit auf jeden Fall, aber auch noch zu dem vorangegangenen. Allerwichtigster Punkt, auch das haben wir so gefragt, ist natürlich, die Klausur steht vor der Tür, ich stelle fest, ich kann es noch nicht, und muss da nachlegen. Wir haben aber auch ein Stück weit die Vertiefung, und das wird sicher auch nochmal spannender im Bereich außerschulische Dinge, ne, wo es dann wirklich um sozusagen selbst gewolltes, selbstverantwortetes Lernen aus eigenen Neigungen und Interessen geht. Ich meine, da gibt es ja eigentlich keinen anderen Grund als das Bedürfnis, etwas zu vertiefen, sich die Dinge anzugucken. Das ist wahrscheinlich auch so ganz sauber nicht abzugrenzen, aber ein Stück weit wird es schon eine Rolle spielen, aber ganz zentral ist natürlich auch nicht so wirklich erstaunlich, ist natürlich der Punkt erstmal Klausur bestehen oder nächste Arbeit, was auch immer. Ja, das ist sicherlich in der Schule wie in der Hochschule dann später auch, genau. Jetzt kam ja auch noch eine gute Frage, die muss ich Ihnen auch noch stellen, weil es ja auch darum geht, dass wir so ein bisschen auch thematisieren, wie kann eigentlich Bildungsforschung so ein bisschen relevanter für die Bildungspraxis werden. Und
Da hat Verena Wilgosch dann gleich die Frage gestellt, ob sie bereits Ideen haben, wie die Beobachtungen, die sie ja jetzt alle so schön ausgeführt und erklärt haben, für die Lehrkräftefortbildung eigentlich genutzt werden kann oder wollen sie das nutzen? Also wir sehen uns da durchaus mit dem Projekt auch als Zulieferer für die Schule. Ich meine, wir sind natürlich erstmal die Uni, aber das fängt ganz pragmatisch an, dass wir auch in der Lehrerbildung, aber auch in der Lehrerfortbildung hier im Großraum Aachen unter anderem inzwischen immer wieder mal Veranstaltungen anbieten. Wie mache ich selber Erklärvideos, die sich natürlich auch jetzt an unsere Daten koppelt. Also wenn wir sehen, was besonders gut, was besonders schlecht läuft, geht das auch zwischen den verschiedenen Projekten, die daran beteiligt sind, hin und her. Sicher auch eine Überlegung, wenn wir noch ein Schrittchen weiter sind, wäre die Frage, okay, wenn, oder der eine Punkt ist ja schon mal überhaupt die Feststellung, die Kids leben in dieser Welt, das ist ein Medium, das da ist, also muss ich mir als Lehrerin, als Lehrer eigentlich immer Gedanken drüber machen, wie bringe ich meinen Stoff so? Das muss ja nicht unbedingt nur die Shownummer sein, aber wie interessiere ich meine Schüler, die möglicherweise eben auch in die Videos gucken? Natürlich auch, wie kann ich die in den Unterricht einbinden? Ich meine, manche davon sind ja wirklich gut und manche Sachen lassen sich vielleicht im Film auch besser darstellen als, sagen wir mal, an der selbst digitalen Tafel. Warum also soll ich die sonst aussperren? Also auch das ist ja schon mal ein erster Appell und könnte auch sagen, ein Befund. Sehr klein, aber immerhin, die Dinger muss man nicht aus der Schule raushalten, da wo es Sinn macht. Ne? Ich meine, das ist für mich eh immer die Prämisse, egal welche Medien. Wenn ich sie einsetze, sollte es einen Mehrwert haben und einen Sinn haben, sonst lohnt sich's nicht. Ja, selber machen, wie gesagt, auch die Idee durchaus, eben in der vertieften Analyse nochmal zu gucken, welche explizite oder implizite Didaktik steckt in diesen Filmchen drin, gerade in denen, die gut ankommen. Da können sich ja durchaus Schlüsse draus ziehen lassen für, wie mache ich guten Unterricht auch live, und im Klassenzimmer, wenn wir da mal wieder sind. Das ist also auch durchaus eine der Dinge, die wir tun wollen. Ja, sehr, sehr spannend, finde ich gut. Ja, also viel zu häufig wird ja gedacht, man möchte das eigentlich als Lehrkraft möglichst draußen halten aus seinem eigenen Klassenraum und nichts damit zu tun zu haben. Aber Sie haben ja gerade gesagt, man kann es eben auch gegenteilig denken und sagen, naja, wenn da jemand so gut was erklärt, vielleicht kann ich das eben auch nutzen. Ich meine, da sind ja Flipped Classroom und so weiter Modelle, wo das eigentlich auch gemacht wird, zumindest in der Theorie, wie Sie ja schon gesagt haben, wahrscheinlich in der Praxis dann doch noch viel zu wenig oder noch weniger, als man das vielleicht erwarten würde. Eine Frage gibt es hier noch, ich glaube, die haben Sie auch schon ein bisschen beantwortet, aber ich lese sie trotzdem mal vor. Was ist für die Schülerinnen und Schüler letztlich der Zweck des Videokonsums? Also klar, schulische Leistungstests, ich glaube, das haben Sie auch schon gesagt, aber gibt es darüber hinaus eben auch noch vielleicht Probleme des alltäglichen Lebens, die man da bewältigen will? Das haben wir auch schon so ein bisschen gesagt, ja, kann ich zu allen möglichen auch Tutorials gucken. Ja, wie schon gesagt, die Schülerinnen und Schüler, wie wir ja auch, sind da hochpragmatisch zunächst mal. Sie gucken ja in der Regel nicht die Dinger jetzt als Abendkino, vermute ich mal, nein, bin ich relativ sicher, sondern weil ein Bedürfnis besteht. Und für Schülerinnen und Schüler in der Schule, das zentrale Bedürfnis sind natürlich erstmal anständige Noten. Und wenn Sie da eben den Eindruck haben oder das Gefühl, Sie bekommen es da besser erklärt oder nochmal erklärt oder auch abends um 12 nochmal erklärt, ist das entsprechende Erklärvideo angesagt. Wenn man in den außerschulischen Bereich, wie gesagt, da sind die Bremer Kollegen jetzt gerade mittendrin auch noch, geht es natürlich auch um ganz andere Problemlösungen. Fand ich spannend, um ein Beispiel zu nennen. Hier in der vierten Aachener Gesamtschule gibt es das Projekt Herausforderungen. Das heißt, Schülerinnen und Schüler müssen, ich glaube, 3 Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe, den Großraum Aachen für 50 Kilometer meiden sozusagen und Projekte machen. Und das wird zum Teil auch von Studierenden von uns begleitet. Und eine der Studentinnen in der ersten Runde, die dann mit denen loszog, fragte ich vorher noch, wir wollten auf Fahrradtour. Ja, haben Sie sich mal so ein bisschen, ne, fit gemacht mit, was passiert, wenn das Fahrrad einen Platten hat und so. Sie, nee, eigentlich nicht, aber es gibt ja ein YouTube-Video dazu. Finde ich als Old Fashioned dann schon ein bisschen mutig, ne? Hoffentlich haben wir Handyempfang, wenn der Platte da ist. Aber aus all diesen Dingen und Bedürfnissen entstehen natürlich Gelegenheiten, sich entsprechende Erklärvideos anzuschauen. Technische Fragen, Küche, Wohnungseinrichtungen, natürlich ein ganz großer Bereich, Mode,
Schmuck, Schminken. Ich weiß nicht, wie viele Schminktutorials es gibt. Deshalb haben wir auch den schulischen Bereich, damit wir uns die nicht angucken müssen. Das dürfen die Kollegen in Bremen. Ja, das ist ein Thema für sich. Also es gibt zu fast nichts oder wenig in der alltäglichen Lebenswelt, was da an Problemen auftaucht, wo es nicht inzwischen das Video zu gibt. Und da sind die Kids natürlich pragmatisch. Was für mich so der Eindruck ist, da merke ich dann, ich werde alt langsam, es hat eine unglaublich hohe Normalität. Es ist nicht mehr, oh, ich könnte ja nach einem, ne? Sondern ich habe da eine Frage, gucken wir doch mal, ob es ein Video gibt. Also es ist zutiefst in den Alltag eingesickert. Es ist nicht mehr irgendwas, ja, schon der Griff zum Lexikon ist, glaube ich, für uns weiter weg als der Griff zum Smartphone, um ein Erklärvideo zu gucken. Ja, also ganz vielen Dank nochmal für diese letzten Ausführungen und ja, es ist schon interessant, wie diese YouTube-Geschichte doch unsere ganze Lebenswelt durchdringt und dann eben auch weit über die Schule hinausgeht. Und ja, da wir jetzt auch so am Ende der Zeit sind, möchte ich mich auf jeden Fall nochmal herzlich bedanken bei den beiden Referierenden für ihre Zeit, für den ganz interessanten Input. Und ich glaube, die ganzen Fragen, die ja aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen kamen, und ich finde es super, dass Sie diese ganzen Sprünge so mitgemacht haben, zeigt aber auch, wie interessant das ist und wie wir alle dann doch darauf brennen, dann Ihre endgültigen Forschungsergebnisse nochmal vielleicht zu diskutieren oder wenn Sie die nochmal vorstellen, ist das sicherlich ganz spannend und hat sicherlich auch einen enormen Mehrwert auch für die Bildungspraxis, auf das Ihr Projekt abzielt. Das finde ich auch sehr spannend. Ja, und ich hoffe, den Zuhörenden und Zuschreibenden hat es auch so gefallen. Ich bedanke mich für die ganz vielen Fragen. Also das ist immer schön, auch wenn da so mitgeschrieben und mitdiskutiert wird. Ja, ich kann Ihnen weiterhin nur viel Erfolg wünschen mit Ihrem Projekt und wir werden das natürlich dann begleiten und uns weiterhin informieren. Ja, und wünsche allen dann auf jeden Fall noch einen schönen Restnachmittag und eine schöne weitere Restwoche. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Gerne berichten wir nochmal. Wenn wir mehr Zeit kriegen, spielen wir dann auch mehr Videos ein. Ich sag nur Goethes Faust mit Plemo-Figuren vom Reclam Verlag. Sehr zu empfehlen. Faust in allen wichtigen Dingen in weniger als 10 Minuten, einschließlich der nicht jugendfreien Passagen. Ja, vielen Dank, freuen wir uns drauf. Wiedersehen, in diesem Sinne. Wiedersehen. Tschüss.